Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 2. Und Crash guckt genauso paranoid wie im ersten Teil. Sehr gut. Na, das ist ja voll fast, den wir alle lieben. Okay, in der letzten Folge haben wir das Projekt begonnen, ja. Deswegen ist das hier Episode 2. Bams. Wir haben die erste Level abgeschlossen mit einem Kristall und einem Edelstein. Und ich glaube noch 24 fehlen, weil wir brauchen ja 25 Kristall, also... Einen haben wir schon mal, fehlen noch 24. Logische Schlussfolgerung. Dann gehen wir mal ab nach Snowgo. Und hoffentlich tun wir auch so grandios abschließen. Ich würde ja schon fast sagen, das war ein guter Anfang in der letzten Folge. Aber mal sehen. Also auf jeden Fall besser angefangen als der erste Teil. So, Nitro, TNT. Nitro darf man nicht berühren, hat man ja schon in der letzten Folge gesehen. Mehrmals. Bams. Hui, Bams. Ja, ich glaube, das Projekt wird ein bisschen einfacher als der erste Teil. So, das wird natürlich nett. Das ist Eis, darauf kann man rutschen. Wieso behinderten hier alles am Erklären, ne? Oh, Leben, geil. Ich glaube, hier wurde eingeführt, dass... in diesen Fragezeichen-Dingern... Hallo. Also es mögliche drin sein können, also Leben oder mehrere Äpfel oder ein Apfel, Wumpa-Früchte. Mein Wumpa-Früchte natürlich. Oh Gott. Ja, ich glaube, auf das Spiel freue ich mich ein bisschen besser. Ich glaube, hier wird nicht so eine riesige Verzweiflung sein. Wie oft habe ich jetzt schon, ich glaube, gesagt? Keine Ahnung. Ups. Ich kann mir sogar vorstellen, hier 100% zu schaffen, wenn ich nicht so doll fehle. Aber dafür muss ich die ganzen Geheimnisse hier schaffen. Diese bunten Edelsteine, und die habe ich nie gesammelt. Ich kann mich ehrlich gesagt noch nie erinnern, dass ich das Spiel jemals durchgespielt habe. Früher. Ich glaube, den zweiten Teil hatte ich auch gar nicht. Boah, geil, da will ich hin. Okay. Na, ja, fängt schon mal an. Ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Müsst mir ja sagen, wenn ihr wollt. Websala. Das ist ein Bonus-Game. Rein da. Fail. Und jetzt. Bams. Oh, mein Gesicht. My beautiful face. Whoop. Nein, aber noch gerade richtig. Okay. Kann ich nicht hier so? Ah, okay. Ich dachte, ich muss da... von oben irgendwie drauf. Das wäre doch voll unmöglich gewesen. Ups. Ja, ich liebe diesen Trick, ey. Also hier begehe ich mich schon mal wieder auf vertrauten Boden, würde ich sagen. Warte mal. Ach so, da bin ich rübergesprungen. Im Gegensatz zum ersten Teil, wo noch alles ein bisschen unbekannt war. Das Spiel nie durchgespielt hatte, und den Teil habe ich glaube ich auch nie durchgespielt, weil wie gesagt, ich hatte glaube ich den ersten und den dritten Teil früher. Ein Spiel ja die PS3-Version, die ich für PlayStation Network runtergeladen habe. Also ja, ist auch ein bisschen unbekanntes für mich dabei. Hey! Oh ja, er hat sich gedreht. Also, oh, das ist der Kristall. Akku, dein Opfer war nicht vergebens. Aber den... Nein! Das war knapp. Den dritten Teil, den habe ich auf jeden Fall durchgespielt. Mehrmals. Und der kommt ja auch als nächstes dran. Der ist schon griffbereit, ehrlich gesagt. Habe ich mir auch schon geholt. Also ja. Der dritte Teil wird auch Let's Play. Ich dachte, ich würde dich treffen. So, mir fehlt da noch was. Okay, wie komme ich an die eine... Dingens heran. Jetzt habe ich was gehört. Klick gemacht, Mann. So, jetzt müsste ich alle Dinge haben. So. Also lange das Ding, das Spiel von mir sowas hier verlangt, um an die Geheimnisse zu kommen, ist das kein Problem. Sobald ich aber irgendwie so einen geilen Weg oder so suchen muss, dann wird es problematisch.
Weil wenn das Spiel von mir erwartet, dass ich im ersten Durchlauf irgendwie die gesamte Level schaffe und alle Kisten kaputt mache, weil das war mir ein bisschen zu schwer im allerersten Teil. Aber so ist das schon machbar. Boah, dann tanzt er wieder. Oh, das ist der Crash Bandicoot Dance. Crash. Und da meldet sich die Story wieder. So, du sammelst also Kristalle für Cortex. Findest ja aber einen Edelstein. Interessant. Nun, Crash, ich sage dir, solange du ein Verbündeter von Cortex bist, bist du mein Feind. Und ich werde alles daran setzen, dich zu stoppen. Wenn dir wirklich am Schicksal der Welt gelegen ist, dann sammel die Edelsteine, nicht die Kristalle. Mit allen 42 Edelsteinen zusammen kann ich einen Laserstrahl bauen, der Cortex und seine Raumstation vernichtet. Bis dahin muss ich dich daran hindern, Kristalle zu sammeln. Alles klar. Warum sind die auf einmal Feinde? Die haben doch zusammengearbeitet. Ich kapiere irgendwie den Plot dieses Spiels nicht. So, das habe ich mir gar nicht angeguckt. Hang 8, okay. Zum Glück ist meine Aufnahme dabei, im Gegensatz zu mir. Okay, unsere Freundin ist irgendwie weg. Und wurde irgendwie durch Coco, unsere kleine Schwester, ersetzt. Was irgendwie gar keinen Sinn macht. Ich dachte, wir sind von Dr. Cortex irgendwie erschaffen worden. Aber naja. In Brio, also der Typ, den wir gerade gesehen haben, hat auch mit Cortex zusammengearbeitet im ersten Teil, dass sie mich erschaffen haben, also Crash. Vor allem sind sie auch Feinde. Das ist viel zu kompliziert, das Spiel, ey. Da musst du doch mal nachdenken, ne? Viel zu kompliziert für Kinder von damals. So, oh, das Ding, okay. Boah, kann man den Ding machen? Man kann das hier machen. Kann man nicht irgendwie springen noch? Ja, man kann nur das, egal welchen Knopf ich drücke, außer Dreieck. So, da möchte ich lieber nicht rein. Wusch. Da möchte ich haben. Und schon Slalom. Bam, bam. Boah, wir kriegen sogar alle Wumperfrüchte, die da drin sind. Sehr gut. Ja. Oh, blub, blub, okay. Du machst blub, blub, okay. Sind bestimmt auch einige nervige Sachen von mir abverlangt, meine Geheimnisse zu bekommen. Ey, da kommt mir ein bisschen bekannt vor. So, wenn ich sagen, die Bonus-Dinger im ersten Teil aus. Sehr gut. Will ich haben. Danke. Ah, nee. Hohoho. So, naja, wir können auch kriechen. Anstrengend aussieht aus bei ihm. Sehr schön. So, Leben, geil. Ja, jetzt habe ich jetzt vielleicht noch im Leben rum eiern, aber später sieht man ja wieder, da muss ich schon Leben farmen. Ja, und hier ist so ein geheimes Ding, da kommt man bestimmt irgendwann später hin. Oder wenn ich die Level erstmal geschafft habe, keine Ahnung. Vielleicht komme ich ja irgendwann mal zurück und hole die ganzen speziellen Edelsteine auf einmal. Erstmal konzentriere ich mich nur auf die grauen und die Kristalle natürlich. So. Ich wollte mal so einen Bauchklatscher da reinmachen. Ich hoffe natürlich, muss ich die Bonus-Level machen, um überhaupt an den Edelstein zu kommen. Bams. Wow, bop, 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 bop. Sehr schön. Mal wahrscheinlich, wie ich hier mit meinen Fingern am Rum kneten bin auf dem Steuerkreuz. Sehr gut. Oh, Smack! Aua! Sack. Und ja, da fehlt eine ganze Menge an Dingens, an Edelsteine. Deswegen würde ich sagen, wir gehen hier nochmal rein. Wie schwer kann das denn schon sein? Hier mal einfach reingucken, was für ein Kaliber an Skill von mir verlangt wird, und da kommt schon wieder der Plot. Was soll das eigentlich? Drei Kristalle, nicht schlecht. Ich sehe, du kommst langsam dahinter. Ich muss Energie sparen.
Ich werde mich wieder bei dir melden, wenn du mir den 5-Kristall bringst. Da tust du auch nicht. So. Gehen wir nochmal hier rein. Mal gucken, was dieses Ding da von uns will. Also diese Plattform, die kommt wahrscheinlich in voll über Killer-Level. Ja, die bringt mich in irgendeine Überkiller, mega ultra super Level. Wo die besten Spieler überleben. Was wahrscheinlich nicht mal so gelogen ist. Ich glaube, die Bonus-Level, die waren nicht nett. Was? Okay. Muss ich halt Ende erreichen? Ich glaube, ich muss halt Ende erreichen, oder? So, warte, ich mach das einfach mal. Ich beeil mich mal einfach. Ich muss ja zum Ende kommen oder so, weiß ich nicht. Okay, das Ding muss ich auf jeden Fall nicht erreichen. Hilfe. Das Ding ist sowieso noch nicht offen, also doof. Ja, ich glaube, das musste ich irgendwie schnell erledigen. So, warte, ich habe jetzt gerade so viele Akku-Akkus. Ich glaube, ich mache das nochmal. Oh, wie jetzt? Versuchen wir halt einfach mal. Upsala. Ich verstehe aber immer noch nicht, wie ich an den, zu dem Ding kommen soll. Okay, ab den ersten Ding startet ein Countdown. Das ist gut zu wissen. Weil ich mich jetzt mal. Wop. Geh mal aus dem Weg. Und da geht der weg. Ist egal. Ist auch egal. Verdammt. Ja, das war nicht gut. Ja, so viel dazu jetzt. Ja, ne, ich könnte ja eigentlich kein Dings hier aktivieren. Ah, jetzt kommt das nicht mehr. Willst du mich verarschen? So, kann ich... Wir gehen einfach mal zurück. Wir waren 42, okay. Machen wir alles später. Gehen wir in die Pits rein. Also diese Frust, die tue ich mir aufbewahren, sobald ich irgendwie 1000 Level ab oder so. Ich will jetzt erstmal entspannt hier reingehen und mich nicht schon in der zweiten Folge aufregen. Oh. Wie eine Augenbraue kratzen. Ja, come at me! Ey. So. Ja, das Spiel lässt sich auf jeden Fall besser steuern als der erste Teil. Fällt einem sofort auf, finde ich. Wee. Bams. Ja, ich bin irgendwie... Steuerung ist irgendwie sicherer, habe ich so das Gefühl. Früher war ich ja auch nicht so schlecht als Kind. Da habe ich, glaube ich, auch nur mit Steuerkreuz gespielt. Da konntest du gar nicht mit analog spielen. Ich glaube, die Säge, da tue ich nicht berühren. Wir gehen natürlich erstmal nach rechts. Okay. Das heißt aber, ich muss gleich wieder zurück. Um die andere Seite zu erkunden. Wie zwei. Zwei verschiedene. Leck mich am. Okay, wo ist denn... Das ist ein Ausgang zum anderen Dingen. Ach, da. Ja, da wäre jetzt ein Spaß. Au.
Ist das so eine gute Idee jetzt? Okay. Oh, das ist der Kristall, hallo. Ich muss sogar nach links gehen, um den zu bekommen. Was hat denn für ein Link hier? Für jetzt nur nirgendwo und Dings. Ich gehe einfach mal so. Die ganze Zeit. Was hat denn? Was? Wie jetzt? Ich mag es nicht so nach hinten zu laufen, das ist voll gefährlich. Wie? Ich habe schon gesehen. Oh, Hilfe! Jetzt muss ich sehen. Checkpoint. Au! Sack. Ich glaube, da war schon der Ausgang, also der Eingang. Aber ich vergewissere mich nochmal. Haha, Combo. Aber die hier so ein Leben im Weg, so ich hau das weg. Nein! So, ist jetzt hier. Okay, perfekt. Nur den Ausgang finden, hoffentlich. Ja. Ich glaube, die Partlänge wird wieder so 14, 15 Minuten sein. Weil weiß ich nicht. Hilfe! Hilfe! Weil ich finde nicht, dass ein Projekt so lang sein muss. In der Partlänge. Oh, Hilfe! Schon eine angemessene Länge, finde ich. Ja, jetzt versuchen wir das mal. Hier kann man doch einfach so rüber, glaube ich. Nein. Ja, wenn man es drauf hat, dann ja. Warum kann ich mich nicht unendlich drehen? Da wäre ich unbesiegbar. Zack, so. Bonus! Oh, die Kisten hatten wir auch noch nicht. Die kann man nur so kaputt machen. Ja, mit 14, 15 Minuten wird nichts, weil ich sehe schon, wir haben 17 Minuten. Na, machst du das kaputt? Crash, Liebling. Oh nein. Oh, meine Fresse. Wortwörtlich sogar. Das wird jetzt lustig hier. Ich bin genau da durchgefallen. Das hat man doch schon mal. Ja, noch mal. Wie viel halten die Dinge eigentlich aus? Ich weiß halt gar nicht. Also die Dinger. So 5-6 Dinger, ne? Ich will ja leben, aber immer wieder zurück, das ist gut. So. Okay, warum nur zwei auf einmal? Egal. So, das haben wir hinter uns. Kolossal. Was? Verdammter Dreck. Boah, war knapp. Aber mir sieht, glaube ich, alles irgendwie knapp aus, weil ich irgendwie nicht der beste Spieler bin. Verdammt, lass mich da raus. Wir sind Ratten. Oder Mäuse. Tut mir leid, wenn ich so ein Tierrassist bin. Ja. Da lang daneben. Oh. Nein, was? Wo habe ich zwei verpasst? Was zum Teufel?
Na super. Ja gut, egal. Muss ja nicht alles sofort sein. What? Machen wir halt in der nächsten Folge. Oder nee, machen wir halt irgendwann später so. The Pits. Ha. Ich beinahe Level komplett geschafft, aber nein. Ja, ist mal nix. Okay. Dann speichere ich hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Crash Bandicoot 2. Cortex schlägt zurück. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.